Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bandage. So heißt es jetzt einfach, auch wenn es immer noch falsch ist, mir egal. Wir haben mitten in der Nacht, ich bin auch schon ein paar Stunden auf, aber da nehme ich am liebsten auf. Und natürlich, wenn ich Bock habe. So, machen wir Laden. So, ich habe auch schon mit meinen anderen Accounts weitergespielt. Troja ist leider untergegangen, nach einer Pest oder sowas, wie soll man das nennen. Ein paar Bürger gestorben und dann waren die total unzufrieden oder so. Hatten auch nicht mehr so viel Leben. Das mit dem Leben habe ich hingekriegt, aber das mit der Zufriedenheit nicht. Ja, und dann haben die nicht weiter Nachwuchs gezeugt und dann sind immer mehr gestorben und dann war's das. Und ich hoffe, das wird nicht bei unserem Let's Play passieren, dass wir jetzt laden werden. Mal überlegt. So, erstmal stoppen hier. Ich hoffe, der Sound ist echt nicht zu laut, weil sonst wäre das ein bisschen schlecht. So, nochmal kurz gucken. Wir haben Frühling. Die bauen hier das Feld an. Fisch wird noch geholt hier. Alles super. Gerade noch so. So, jetzt ist die Frage. Wir brauchen eigentlich eine Mine und einen Steinbruch. Und einen Förster brauchen wir auch. Oder ne, den haben wir ja schon, ne? Ja, das ist gut. Einen Förster haben wir schon. Gut, aber jetzt ist die Frage. Wir gucken mal ressourcenmäßig. Da haben wir ein bisschen was. Dann gucken wir mal. Fangen wir gleich auch an. Mit der Mine. Das ist das Ding hier, das fette Vieh hier. Passt das hier irgendwo hin? Oh, Tatsache, es passt dahin. Das ist perfekt, weil die Mine ist direkt an unserer Lage. Weil ich habe keinen Bock, hier hinten oder so irgendwie eine Mine hinzubauen, weil natürlich Laufweg, ne, dann wird der Scheiß nur noch größer. So, ja, das können wir mal wegmachen. Mal wegmachen. So, Sprachfehler FTW. Ein Woodcutter haben wir, zwei Förster, neun Fischer, ist heftig. Wie viel? Boah, wir haben viel Fisch, ne? Ich glaube, da können wir mal drei weniger machen. Weil wir ernten, also wir haben auch noch hier Ernte und sowas. Komm, machen wir vier weniger. So. Gut, gut. So sieht's aus. Dann, gehen wir mal wieder ein bisschen weiter runter hier. Hier sehen wir auch das Leben. Ja, es geht langsam hier zugrunde und die Sterne, bla bla bla. So, da machen wir jetzt erstmal. Ich hätte nicht die Mine zuerst bauen sollen. Naja, gut, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Wo ist unser... Hier ist unser schöner, netter Förster. Perfekt. Das ist unser... Ja, unser Kräutertyp da. So, das bauen wir mal dahin. So, mir ist eigentlich Rain Train. Wer was zuerst baut. Aber gut, so. Gut, dann können wir jetzt auch mal anfangen hier. Ich lasse das jetzt einfach mal auf zweifache Geschwindigkeit, weil es sich gerade ergibt. So, du wirst gekündigt erstmal. Fristlos, nein. Du wirst erstmal suspendiert. Weil du hilfst uns dann, erstmal hier ein bisschen Zeug zu holen. So, der Woodcutter, der ist beschäftigt, der macht hier unser Feuerholz schön. Gut, ihr pflanzt hier hoffentlich alle schön, ja, 6 und 7%. Das sieht auch gut aus hier. Ja, hier sind jetzt zwar nicht mehr so viele Fischer, aber wir haben viele Fische. Und im Notfall kann man die halt auch wieder einspannen, ne? Aber wir haben im Moment viel, viel Essen. Und deswegen brauchen wir das jetzt erstmal nicht. So, wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir noch viel Crab. Viel Crab, Crab, Crab. Was bist du denn? Ich habe eine Frage. Wo kommst du her? Du hast Fisch dabei? Und kommst von hier gelaufen? Was hast du denn da getrieben, Fräulein? Mit Fisch? Schäm dich. Ist doch widerlich. Kommt da so eine Frau mit einem Kasten Fisch aus dem Wald raus. Hm.
Ja, den Fisch würde ich nicht mehr essen. Aber gut. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß oder so, wie heißt das? So, ja, die kommen hier mit dem Fisch, mit dem frischen Fisch. Und bringen den schön hier weg. So, und solange können wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Aber essenmäßig sieht es echt gut aus. Da haben wir fast 3000, was reicht für 19 Personen. Oder sind jetzt schon ein paar mehr. Ja, und ich würde jetzt auch sagen, dass wir nicht mehr so Holzhütten bauen. Ich weiß nicht, ob das die Zufriedenheit bringt, wenn die aus Stein sind. Nur ich glaube, wenn die aus Stein sind, dann sind die isolierter und die brauchen nicht mehr so viel Holz zum Wärmen. Toll. Die kommt hier hin, baut den Scheiß ab und nimmt es nicht mit. Fliegt das Holz da einfach so rum. Naja. Sieht es denn hier im Moment besser aus? Machen wir hier schon Platz? Ne, sieht nicht so aus, aber gut. Müssen wir dann halt den Winter abwarten. Ich trinke mal kurz einen Schluck hier. Wieder Energy Drinks übrigens. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Es läuft. Also der Woodcutter, der hat genug Wood gemacht. Wood gehauen, Wood zerstückelt. Wir haben genug Feuerholz. Jetzt nicht mehr, jetzt macht er weiter. Der macht halt immer weiter, wenn die Leute halt auch was wegnehmen. Also hier immer noch 200, das Limit kann ich jetzt hier auch auf 500 machen oder sowas. Aber, boah, 1000. Wir lassen es auf 200, weil so viel brauchen wir nicht und das ist dann eigentlich nur noch Holzverschwendung und mehr nicht. So, die Wege müssen wir unbedingt hier machen und auch Stein. Weil dann sind die Typen halt schneller, nur Stein kriegen wir halt nicht so leicht. Doch, wir können jetzt hier überall Stein abbauen, aber das dauert ja auch seine Zeit und das ist halt effektiver, wenn wir es aus der Mine kriegen. Und wir haben Nachwuchs bekommen, guckt euch das hier an, 8 Stück jetzt hier. So, das sieht doch super aus hier. So, das können wir auch gleich wieder hier so einen Bauern einstellen, so einen Schmied. Weil wir sehen schon, die Werkzeuge gehen wieder runter und ohne Werkzeuge halt nichts gut Arbeit. Arbeit, Arbeit. Wie jetzt Warcraft sagen würde. Das war noch Zeit in Warcraft. Habe ich aber erst relativ spät gespielt. Da war schon eine Zeit lang draußen. So, das ist ein anderes Thema. So, hier haben sie wohl alles geholt. Hier sind noch ein paar Pilze und sowas hier, wie man sieht. Und das Förster, den muss man hier mehr einbringen, Freunde. Wir können jetzt hier auch einen Förster mehr machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil umso mehr Förster, umso mehr Pflanzen und Katten die hier nach. Und umso mehr Holz haben wir dann halt. Umso mehr Holz, umso mehr Häuser und so können wir bauen. So, wie sieht's denn hier aus? Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus hier. Aber wir haben eh noch genug zu mampfen. Noch. Das sieht doch nett aus hier. Da ist die auch schon bald fertig. Jetzt müssen nur noch die Leute hier dran arbeiten. Und dann perfekt. So. Oh, hier haben wir das jetzt auch schon alles fast weggeräumt. Noch. Ich glaube, der Stein hier ist noch im Weg oder sowas. So, und im Winter, wenn wir dann genug zu tun haben und genug Arbeiter haben, dann bauen wir da erstmal einen Weg hin. Weil das ist nötig. Oh, ja, da sieht man. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ja, das Holz wird knapp. Was machen wir dagegen? Holz abernten. Ja, hier noch hier diese kleine Baumgruppe hier killen. Killen ist auch gut. So, Mikrofon ist an, ne? Ja, das wäre wieder schlecht, ey. Super vorbereitet. So, ich nehme. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ah, aber er nimmt nur auf. Gut, vielleicht habt ihr es ja gesehen, da hat sich irgendwas eingemischt und dann ist das irgendwie auf den Desktop gesprungen und das Spiel ist sofort wieder reingegangen und dann musste ich nur einmal kurz drauf drücken.
Ich frage mich echt, wie das Spiel in ein, zwei Monaten wird. Da bin ich echt gespannt, was da noch alles kommt. Wenn noch was kommt, ist ja eine Alpha, da kommt 100 Pro noch was. Aber warum machen das Leute? Natürlich verstehe ich, dass auch Leute, zum Beispiel, wenn die jetzt hier sowas rausbringen, kostet ja auch schon eine Stange Geld, also 20 Euro ist ein stolzer Preis. Okay, es gibt hier so Publisher, Leute, die dann Spiele für 60 Euro rausbringen, aber das ist auch was anderes. Aber der Typ, also es ist nicht ein 5-Euro-Spiel oder so, das ist schon, und ich will gar nicht wissen, wie oft die das jetzt schon verkauft haben, oder der. Ja, und damit macht man ja auch Geld, ne, und da hoffe ich, dass das Geld hier auch reingeht und nicht so zum Beispiel, welches Spiel war es, Cube World oder so, ne, war dann auch in der Beta oder Alpha, ich weiß nicht, wurde groß angekündigt, ja, hier, kauf das und bla, das Spiel wird noch, da wird noch viel dazukommen, und was kam, gar nichts kam, überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, weil ich habe gar nichts mehr davon gehört, überhaupt nichts. Ja, und ich hoffe, hier wird es nicht so sein, weil das Spiel, ja, Cube-Welt hat auch Potenzial, aber das Spiel, boah, das suchtet mich so. Ich kann das stundenlang spielen, das ist wirklich so, es macht immer Spaß, und auch wenn, zum Beispiel Troja ist ja untergegangen bei mir, aber da macht das Spaß, da baust du halt eine neue Stadt und versuchst es nochmal und versuchst es besser zu machen und anders und so und im Voraus zu planen und geschickter Sachen platzieren und so, dass man besser da rankommt und so, das ist so viele verschiedene Möglichkeiten. So, hier haben wir jetzt hier unseren Schmied-Dingster-Bumster. Ach, Mine natürlich, Schmied, sag ich schon. Da können wir jetzt Kohle und Iron holen. Entweder können wir hier einstellen, was wir holen wollen, Eisen oder Kohle. Ja, kann man mal sehen. So, hier wird schön fleißig gebaut. Da fehlen noch ein paar Schritte und dann ist das hier auch schon fertig. Oh, es wird Winter. Oh nein, das ist nicht gut. Ach, das Feld ist leer. Ich habe noch gerade einen Schluck getrunken. Weil es ist noch nicht Winter, aber es schneit schon. Und das bedeutet, wenn noch nicht die Pflanzen abgebaut sind, dann ist vorbei. Dann kannst du da nichts machen. So, gut. Wir haben jetzt hier viel Crap. So, und jetzt wisst ihr, was wir machen. So, ihr seht ja hier den Förster. Und der Förster braucht einen Wald. Und das ist hier jetzt kein richtiger Wald, weil hier sind noch Steine und Iron und so. Und die, ich wollte jetzt eigentlich, ach, was mache ich denn hier? Ich wollte jetzt eigentlich die Wege bauen, aber hier, ach, die Bäume doch nicht. Müssen jetzt erstmal die Steine, da kommt, die Steine und das Eisen weg. Weil dann hat der Förster mehr Platz, um natürlich Bäume zu bauen, und das brauchen wir. So, und als Nebeneinnahme kriegen wir dann halt noch viel Eisen und Steine und ein paar, ne? Das ist halt Hicks. Ganz gut. So, was sagt denn hier Meister Proper? Gut, hier bauen wir jetzt, wir stellen jetzt hier zwei Kräutersammler ein oder was auch immer, weil die bringen dann hier den Kräuter und Wurzeln und sowas hier hin, und die Leute mampfen die dann und dann werden sie gesund oder so, keine Ahnung. Gut, gut. So, wir können jetzt hier auch über den Winter eigentlich ein paar in die Mine schicken. Können wir schon mal ein bisschen sammeln. So, Holz ist knapp, das ist scheiße. Nix Holz da im Moment. Wir brauchen halt noch einen zweiten Förster irgendwo im anderen Wald. Ich frage mich, lohnt sich das hier oben? Weil wo soll ich denn sonst bauen? Wenn ich hier einen Förster hinbaue, der baut natürlich hier und so, aber das Problem ist, wo soll ich dann meine Stadt hinbauen? Wenn ich einen Förster hier unten hinknalle, also so hier, ich weiß nicht, ob das sich lohnen würde mehr. Ach, der Platzmangel ist halt auch so, und ich habe keinen Bock, dass die Förster 10 Jahre rennen müssen, bis die hier das Holz abgeliefert haben. Das ist das Problem, was mir im Moment ein bisschen Sorgen macht.
Oh, fuck. Boah, ich hasse mein Handy. Ihr habt es ja wahrscheinlich gehört. Die Folge ist vorbei. Ich erschrecke mich da immer. So, ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu einer weiteren Folge Bandage. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.